Akt 24. So, wie ihr seht, kommen wir erstmal zu einer neuen Folge. Fehlt ein Tag. Die Alte ist wieder zurück, mit der war ich da gerade unterwegs suchen. Es scheint so, als würde Pavel anfangen, sich ein wenig unwohl zu fühlen. Jetzt fängt der auch noch an, danke. Und zwar ging eine Aufnahme verloren, interessanterweise. Da fehlt ein Tag. Ist nichts weiteres passiert, ich konnte ein bisschen was einsammeln. Hatte ich jetzt eigentlich hier schon was gebaut oder ist das jetzt auch weg? Nee, der baut hier was. Weiß aber jetzt gar nicht mehr was. Und wieso baut er nicht fertig? Ja, müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht mehr, was habe ich denn da? Irgendwas wollte ich jetzt hier hinbauen, nur was? Ah Mann, reg dich nicht so auf. Du bist doch der gute Koch. Der ist sehr müde. Wir haben ja da auch noch was zu essen. Dann leg dich hin, komm. Bruno. Okay. Der Pavel ist leicht krank. Wieso bist du jetzt eigentlich leicht krank? Und du darfst auch gerne hier mal fertig bauen. Du? Die ist sehr hungrig. Die kam ja auch zurück. Komm, hau dir mal was rein. Ess mal was. Deprimiert und müde. Und du gehst jetzt... Er hat eigentlich hier Gesprächsbedarf. Er auch. Ach ja, das ist hier unser... Ja. Schläfst du jetzt schon? So. Genau, das wollte ich nämlich machen, weil der eine will ja nämlich Kippen rauchen und die stellen wir jetzt auch gleich her. Kippen heben die Stimmung. Komm, bau fertig. Wenn der fertig ist mit leicht krank, dann hat er ja keine Schnittwunden, dem gebe ich jetzt mal Medizin. Plus 2 Grad. Wird es jetzt wirklich kalt? Sollte das wirklich kalt werden? Unsere Sachen. Da sind sie. Kann er sich da mal reinhauen? Jetzt habe ich die schlafen gelegt und die haben eigentlich Gesprächsbedarf. Das ist natürlich ein bisschen blöd. Wasser 3. Bilder ein. Komm. Mach das fertig, dann haust du dir die Medizin rein. Soll ich den dann schlafen legen oder soll ich mit denen sprechen? Hau dir mal eine Medizin rein, renn mal hin. Müde ist er, ja, ein bisschen. Deprimiert ist er noch. Was macht er auch? Die richtige Dosis für heute auf Medikamente. Das ist eigentlich ganz okay. Lass mal. Können wir eigentlich noch bauen? Ich habe jetzt hier die Musik dann da nicht an, weil da kommt dann öfters wieder mal der Copyright-Claim, wenn das an ist. Das ist natürlich nicht so. Ach ja, die Gitarre. Die haben wir nämlich noch nicht, ne? Was fehlt da? Ah! Einfaches Heizgerät. Was brauchen wir denn da? Diese Dinger. Ja, da verbrauchen wir dafür einen Filter, aber wir brauchen die Heizung. Radio haben wir ja. Geht ja auch fast kaputt. Ja. Zu Besuch kommt eigentlich jetzt hier niemand, ne? Also gibt es hier auch was. Raucht der eigentlich? Raucht der? Ja, das ist jetzt.
Kann ich jetzt eigentlich nicht mehr? Also Bruno sagt ja immer, dass er rauchen will. Komm, dann leg dich doch einfach mal pennen. Jetzt steht der auf. Hat Gesprächsbedarf. Die meine ich. Ist recht kühl, da geht's los. Also wir müssen diese Teile finden. Ach, was ein Mist. Ungenügend deprimiert, aber immer da gucken, Alter. Wassermangel in der ganzen Stadt, falls die Schnee schmilzt, um Wasser zu erhalten, kochen wir jetzt unbedingt vor dem Trinken. Wie ging das denn nochmal? Wassermangel, ja. Ja. Das ist nix. Also. Wir konnten ja diesen Schnee auffangen. Ach, und die Pfanne hat wieder nichts gebracht, da ist nichts drin. Danke fürs Gespräch. Okay, das ist jetzt natürlich blöd. Wir müssen die Heizung bauen. Ist schon 4 Uhr, wir beenden den Tag. Nacht kommt. So. Ihn gehen wir plündern. Der hält Wache, sie schläft. So, wir brauchen ein ruhiges Haus. Vor 8 Tagen besucht. Noch leer. Kirche. Stört ihr wieder Doppelhaus? Möglicher Handel und Gefahr. Okay, hier die Ver. Das Medikamente? Ja, nee. Wir gehen mal ins Lagerhaus. Gehen ins Lagerhaus. Nächsten Tag tun wir da mal versuchen mit Bruno eine zu rauchen. Wenn er das denn will. Hä? Was denn? Ach so. Gehen wir mal langsam. Da oben kann ich glaube ich auch hoch. Ich gucke erstmal da durch. Nix. Kann doch hier hoch, ne? Ja. Genau. Da ist ja auch ganz viel von gar nichts. Kann er da nicht hin? Leute, na dann komm. Oh, Pfanne. Machen wir vorsichtshalber mal auf, falls wir rennen müssen. So. Jemand hat Folgendes an die Wand geschrieben: Wir müssen Lena finden. Jeden Mittag werden wir am Markt sein. S und D, okay. Wieder ist er am Markt. Hier? Auch nichts. Manchmal steht dann da oben einer und schießt. Glaube ich zumindest, wenn ich mich recht erinnere. Ey, wir haben schon 10.30 Uhr noch gar nichts gefunden. Da sind die Teile. Zack, alles mitnehmen. Da mal rein. Und von außen da hoch. Ist einer drin? Ist keiner drin. Auch noch keine Schritte oder so. Wohnungsbauteile kann man gut mit handeln. Oh, oh, oh. Da auch eine Waffe. Komm ich da hoch? Komm ich nicht. Mach mal die Tür zu, bitte. Also das ist dann einer, der schießt sofort. Aber wieso habe ich jetzt da keine Schritte gesehen? Da ist das Lagerhaus. Kommen wir also da nicht hoch. Haben wir aufgelassen. Oh je.
Der steht noch da. Mach mal die Tür zu. Er ist ja jetzt Mist. Will ich denn schon wieder erschießen oder so? Jemanden erschießen? Jetzt sind jetzt immer die denn nicht mehr. Hä? Keine Anzeige der Schritte, nichts, ne? Was ist denn das jetzt wieder für ein Case? Kann ich mich verstecken. Hier. Da ist noch was. Auf mal leise. Geht es da runter? Nee, da geht's nicht runter. Hier. Da. Jetzt die Treppe runter. Wusst's. Sag ihn. Okay. So, das war jetzt also kein erfolgreicher Tag. Oder Nacht. Wir haben so viel Medikamente und Essen, da wird man in der Regel ausgeraubt. Aber ich muss jetzt hier eine Heizung bauen. Da, Schneefall. Ah je. Das ohne eine Schramme. Bruno geht es offensichtlich nicht gut. Er könnte ein paar Tabletten vertragen. Bruno! Ist auch ein Raucher. Als erstes, ja, dann hau dir mal was rein. So, der kann doch jetzt, wenn der sich da hinsetzt. So. Hau du halt mal. Kann man immer noch nicht. Okay, das ist ein Problem. Deprimiert und müde, aber du kannst dich mit ihm mal unterhalten. Raucht der jetzt oder raucht der nicht? Was macht er denn? Wir hier eigentlich noch? Was können wir denn hier noch machen? Ach so. So, lass mal herstellen, mal gucken, was das bringt. Halbe Stunde. Ich glaube, nämlich vielleicht auch handeln. Hol dir mal so ein Ding rein. Ich brauche eine Heizung, aber das Problem ist, wenn man diese Teile nicht kommt, ja mal, kann. Es ist jemand an der Tür. Na danke. Wer ist denn jetzt hier gut im Schleichen? Wer ist der gute Koch? Ich will jetzt die eigentlich nicht. Das fühlt sich besser an. Die hat auch jetzt keinen Hunger. So. Dann. Ah, hier kann man Schnee schippen. Seht ihr? Das für Wasser, das machen wir auch gleich. Auch, glaube ich, 4 Stunden oder so. So, komm. Was sind die?
mir denn dem Heinzel jetzt da geben? Also vielleicht hier? Okay, aber dann gib mir mal... Nein, brauche ich nicht. So, Alter, du baust jetzt hier eine Heizung. Komm. Bruno. Mach den Bruno. Stell's halt mal dahin, ne? Komm, bau mal. Bruno, geh mal Schnee schippen. So. Mach mal 2 Stunden, bitte. Genug Zeit. Und du, hau dir mal jetzt sowas da rein. Dann bist du auch nicht so hungrig. Ach, Bruno, du willst es nicht schaffen, oder was? Oder nicht? Geh pennen. Jetzt hat der Fieber. Sollte ich mit dem ins Krankenhaus gehen? Alle, komm, mach du das mal fertig. Bruno, rauchst du jetzt mal eine endlich? Macht er wohl, sehr schön. Plus 1 Grad. Der Ofen ist ja auch der Burner. Hier konnte man das doch hier irgendwie noch blocken, um ein bisschen mehr Wärme zu kriegen, oder? Wieso soll sich das, wieso soll denn Bruno das nicht schaffen, bitte? Komm wieder rein. Hat er denn? Er ist aber auf Medikamenten. Das braucht er. Bevor er mir hier drauf geht, kann er die nochmal versuchen aufzubauen. Mach mal ein bisschen laufen. Bruno ist müde, der ist auch deprimiert. Ist ja weder müde noch sonst was. Ich kann jetzt versuchen, mit dem Bruno in der Nacht ins Krankenhaus zu gehen, aber da können wir ja nichts sammeln. Aber hier oben, da war doch nichts, ne? Also ich kann doch das nicht zumachen. Oder? Okay, wir beenden den Tag. Pavel hält Wache. Was machen wir mit beiden? Wenn ich mit ihm jetzt plündern gehe, gehe ich mit ihm ins Krankenhaus. Kann ich mit ihm ins Krankenhaus gehen? Was? Kann ich nicht. Okay.
Schlaf in der Koje. Du hältst Wache, wir gehen plündern. Gehen wir zum Doppelhaus, komm. Und los. Hier komme ich, glaube ich, schon hoch. Ja. Das sieht mir eher hier nach Ratten aus. Da hoch. Da ist ein Händler. Mich hier alles schon durchsucht? Aber ja. Okay, da ist ein Händler. Geh mal dahin. Na gut, dann habe ich ja mit denen nichts zu handeln, ne? Komm, hüpf mal runter. Lass mich mal gucken, was du hast. Das gehört jemandem. Alter, willst du mich jetzt hier... Eine Waffe? Ich glaube, das ist jetzt hier alles ein Satz. Warte mal, ich komme doch da irgendwie runter, ne? Komm doch hier runter. Ach, da brauche ich eine Schaufel. Genau, da war doch was. Erstmal alles mitnehmen. Das Wasser, guck mal an. Hier noch was? Nee. Und hier komme ich jetzt nicht durch, weil keine Schaufel. Hat sich das verabschiedet. Erledigt. So rennt denn der jetzt eigentlich nicht? Alles zurück. So, ist was passiert? Bruno auch tot? Tag 26. Mann, dann nehmen wir noch nicht. Jetzt haben wir bestimmt kein Holz mehr in dem Ding. Oben steht... Scheint so, als würde Arika anfangen, sich ein wenig... Ey, ist jetzt aber gut, ja? Etwas und so, komm. Bubble. Annika. Haben wir keine mehr? Ja, wie dem auch sei. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Minus 3 Grad. Das Ding ist aus. Das schalten wir dann wieder ein. Bis dann. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.